Man spielt mit Ostereiern nicht Fußball. Ich freue mich, dass wir das zweite Osterspecial haben. Und deswegen willst du das Osterei durch die Gegend kicken? Lass das mal lieber bleiben. Die Kinder warten eh schon darauf, was wir heute wieder Lustiges und Spannendes für sie vorbereitet haben. Ja, Prax. Schon die zweite Leseecke. Diesmal lese ich aber kein Buch vor, sondern erzähle den Kindern, diesmal auch nicht für die Erstklässler, sondern für die etwas Älteren, über ein Buch, das mir ganz besonders gut gefällt. Und zwar das Buch Das fliegende Klassenzimmer. Ein bisschen was über den Inhalt des Buches. Johnny, Sebastian, Uli, Martin und Matthias, der allerdings nur Mats genannt wird, sind Tertianer. Das heißt, sie besuchen eine Schule, in der sie nur mehr 3 Jahre bis zum Schulabschluss haben. Und sie gehen ins Gymnasium. Ein Gymnasium kannst du nach der Volksschule auch besuchen. Das Besondere ist, dass sie in einem Internat sind. Sie wohnen also dort in der Schule und besuchen die Eltern nur in den Ferien oder am Wochenende. Ihr Klassenlehrer heißt Dr. Böck, aber die Kinder nennen ihn nur Justus. Justus ist lateinisch und heißt der Gerechte. Und die Kinder mögen ihren Lehrer sehr. Dann kommt da ein geheimnisvoller Nichtraucher vor, der in einem alten Eisenbahnwaggon wohnt. Deswegen nennen ihn die Jungen auch Nichtraucher, obwohl er ganz schön viel raucht. Die größeren Schüler im Internat heißen Primaner, die haben nur mehr 1 Jahr bis zum Schluss, und die nerven die Jüngeren ganz schön, aber die Freunde halten fest zusammen. Auch bei einem großen Kampf mit den Alterskameraden von der Realschule, das wäre so heute mit der Mittelschule vergleichbar, da bekommt es leider zu einer ordentlichen Prügelei, die unsere Jungen aber gewinnen, weil Mats einfach der Stärkste ist. Nur mit den Primanern gibt es nachher Probleme, aber die löst ihr Klassenlehrer ganz überraschend. Und zwar nicht mit einer strengen Strafe, wie das der Primaner Theodor gerne gehabt hätte. Nein, die Jungen bekommen sogar Kakao und Kuchen und dazu eine Geschichte erzählt. Diese Geschichte handelt von der Freundschaft des Justus, während er selber als Kind in diesem Internat war. Mit dem Freund von damals kommt es dann später noch zu einer ganz großen Überraschung. Der gar nicht mutige Uli hat genug vom Hänseln der anderen und will seinen Mut beweisen, was aber fast böse geendet hätte. Zum Glück gibt es in dieser Situation den Nichtraucher. Warum? Nun, das lest ihr am besten selber. Johnny hat übrigens für die Schulweihnachtsfeier ein tolles Theaterstück geschrieben. Dabei geht es um den Unterricht in der Schule. Die Kinder schauen sich nämlich mit dem Flugzeug alles wirklich an, worüber sie lernen. Deswegen heißt das Theaterstück auch, wie das ganze Buch, Das fliegende Klassenzimmer. Das Theaterstück wird natürlich ein toller Erfolg. Und dann dürfen alle Kinder in die Weihnachtsferien fahren. Alle? Aber das lest ihr am besten selber. Warum gefällt mir nun dieses Buch so? Klarer Fall, werdet ihr jetzt sagen. Es geht um einen Lehrer. Aber was noch viel wichtiger ist, in diesem Buch geht es um Freundschaft und um das Miteinander. Außerdem schafft es Erich Kästner, der Autor, so heißt derjenige, der das Buch geschrieben hat, in seinen Büchern immer wieder Kindern etwas Positives zu vermitteln. Und es gibt natürlich noch
viele andere Kinderbücher von Erich Kästner, unter anderem Pünktchen und Anton, Emil und die Detektive, das doppelte Lottchen, der kleine Mann und ein paar andere. Erich Kästner schrieb übrigens für einige Verfilmungen seiner Bücher sogar selber die Filmdrehbücher. Für Teil 2 unserer Betrachtungen über Osterbräuche, siehst du schon, ich habe mich in den Tarnanzug begeben. Das heißt, ich möchte jemandem auf die Spur kommen. Und zwar dem Osterhasen. Ob es den wirklich gibt, eine gute Frage. Auf jeden Fall kommen wir jetzt zu dem, was der Osterhase vornehmlich bringt. Nämlich Eier. Ostereier sind weltweit einer der bekanntesten Osterbräuche und zwar in ganz verschiedenen Formen. In Kroatien werden sie zu echten Kunstwerken verziert. Mit Bemalen, Schnitzen, Färben oder auch Wachsmalerei und Wachsformen werden tolle Bilder auf die Eier gemalt. In Österreich ist das Eierpecken ein ganz beliebter Osterbrauch. In der Schweiz ist es auch sehr beliebt. Dort nennt man es Eiertütscha. Und in Bern, das ist die Schweizer Hauptstadt, gibt es sogar Wettkämpfe im Eiertütscha. In Zürich halten Kinder ein Osterei fest, während ein Erwachsener versucht, eine Münze so darauf zu werfen, dass sie stehen bleibt. Gar nicht so leicht, oder? Prallt die Münze ab oder fällt runter, gehören Ei und Münze dem Kind. In Bulgarien und Spanien ist man mit den Ostereiern überhaupt nicht zimperlich. Nach der Messe am Ostersonntag beginnt dort eine wilde Schlacht, bei der Kirchenwände und Familienmitglieder mit Ostereiern beworfen werden. Nein, trag's, ich tu's eh nicht. Die Ostereier haben es auch in Großbritannien, also in England, nicht leicht. Man schreibt die Namen der Kinder drauf, gibt sie in ein großes Sieb, schüttelt so lange, bis die Eier kaputt gehen und das letzte, unbeschädigte Ei oder das Kind, dessen Namen draufsteht, hat gewonnen. So, und jetzt gehen wir dem Osterhasen auf die Spur. Der Osterhase. Auf der ganzen Welt freuen sich Kinder auf den Osterhasen. Überall, aber nicht in Australien. Denn in Australien wurde der Hase eigentlich erst aus Europa mit den Siedlern eingeschleppt und hat sich dort zu einer echten Landplage entwickelt. Deshalb hat man in Australien statt dem Osterhasen ein anderes Tier genommen. Und zwar ein australisches kleines Beuteltier namens Bilby. Und dieses Bilby gibt es dann in Australien in allen möglichen Varianten. Aus Plüsch, aus Schokolade. Ja, und auch in Schweden versteckt nicht der Osterhase die Eier, sondern das Osterküken. Und dort schmückt man deswegen auch das Haus mit bunten Federn. Jetzt schaut euch mal diesen Raben an. Will der wirklich ein Ei ausbrüten? Also trags, manchmal hast du Ideen. Aber zurück zu den Osterbräuchen. Und jetzt geht's darum, was wird denn zu Ostern alles Gutes verputzt? In Griechenland ist Ostern das wichtigste Fest des Jahres. Stundenlange Feiern und ein festlicher Umzug am Ostersamstag erfordern Durchhaltevermögen von den Leuten. Die Fastenzeit in den Wochen vor Ostern wird Samstagnacht mit einer kräftigen Ostersuppe beendet. Am Ostersonntag feiern die Griechen mit
Lammbraten und Rotwein, aber natürlich nur die Erwachsenen. Klar, dass in Italien, wo man Pasqua zu Ostern sagt, besonders Leckeres auf den Tisch kommt. Unersetzlich ist dabei der Colomba Pasquale, ein süßer Mandelkuchen in Form einer Taube. Taube, das Symbol für Frieden. Außerdem gibt es die Torta Rustica, ein gefüllter Kuchen, oder eine pikante Ostertorte und riesige Schokoladeneier. Und natürlich, in Italien gehört der Familienausflug am Ostersonntag zum festen Programm. Am Gründonnerstag ziehen in Schweden kleine Hexen, also die Mädchen, mit buntem Kopftuch und Besenstiel durch die Straßen. Man nennt sie Paskkärring. Und das ist der Name einer schwedischen Osterhexe. Diese kleinen Hexen gehen von Tür zu Tür und bitten mit einer leeren Kaffeekanne um Süßigkeiten, die dann dort hineingesteckt werden. Als Belohnung geben diese kleinen Osterweiber selbstgemalte Osterbriefe den Leuten. Denn der Legende nach fliegt am Gründonnerstag die Osterhexe Paskkärring auf ihren Hexenberg Blockula. Blenkübung, das heißt, du ziehst den Füßen, Bauch zusammen, Bauch ist hier angespannt, schaust Ringebuch von der Position hinauf, wie geht es wieder hinunter. Nach, wieder hinunter. Dann einige Zeit halten und dasselbe wieder, wenn es zu stark spannt, hinauf, hinunter, hinauf und hinunter. So, Ellbogen bleibt beim Körper. Eine Bauchmuskulatur. Nächste Übung, Bankstellung. Kopf gerade halten. Eins, zwei. Hier. Wechseln andere Seite. Zweiter Durchgang. Zuerst nach hinten drücken, Bein rauf. Nach hinten drücken, Bein rauf. Nach hinten drücken. Hallo Kinder! Kommen wir zur Auflösung unserer letzten Zahlenknobelaufgabe. Eigentlich war es ja nur eine Münzumlegeaufgabe. Richard, weißt du schon, wie es geht? Na, Trax, ich glaube, du wirst mir das jetzt ansagen, was ich tun soll. Hier ist meine Hand. Du sagst mir jetzt, welche Münze ich nehmen soll. Also, du nimmst eine Spitze. Egal welche. Natürlich, aber du musst sie nachher richtig legen. Und zwar genau gegenüber unter die lange Seite. Okay, Trax. Spitze, lange Seite. Hast du das so gemeint? Ja, natürlich. Okay, ich mach das mal so. Welche Münze musst du jetzt nehmen? Ich glaube, ich nehme eine andere Spitze. Und wo soll ich sie hinlegen? Ist doch ganz klar. Hierher. Glaube ich, haben die Kinder schon gesehen, welche Münze noch umgelegt werden muss. Ich glaube auch. Es ist die da. Okay, Kinder, habt ihr es gesehen? Es ist keine große Zauberei.
Es geht natürlich auch in die andere Richtung. Drei Münzen umlegen und du hast das Dreieck in die andere Richtung schauen lassen. Ja, nachdem wir die erste Zahlen, also Mathematik-Nobelei aufgelöst haben, geht's diesmal mit einem wirklichen Zahlenrätsel weiter. Dazu brauchst du nichts weiter als ein Quadrat mit 3 mal 3 Feldern. Ähnlich wie du es vielleicht von Tic-Tac-Toe kennst. Und in diese 9 Felder sollst du die Zahlen von 1 bis 9 eintragen, aber so, dass an jeder Seite und auch an den Diagonalen, das sind die schrägen Felder, die Summe 15 entsteht. Das heißt, du kannst nicht eintragen 1, 2, 3, das wären nämlich nur 6. Hier muss die Summe 15 entstehen. Zum Beispiel mit den Zahlen 9, 1 und 5. Ich gebe dir aber einen kleinen Tipp, damit es nicht ganz aussichtslos wird. Die 5 muss in der Mitte stehen. Also die 5 muss in die Mitte. Und dann probier's mal aus. Du kannst auch ein bisschen kombinieren. Vielleicht schreibst du dir alle Möglichkeiten auf, wie du aus 3 Zahlen von 1 bis 9 die Summe 15 bekommst. Das wäre ein guter Ansatz. Viel Spaß beim Knobeln! Hallo Kinder, ich lade euch jetzt ganz herzlich ein, mit mir einen Spaziergang im Park zu machen. Ihr werdet sehen, es gibt schon ganz viele Blumen, die blühen, die Sträucher bekommen Knospen. Naja, kommt einfach mal mit.